Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir meinen zweiten Questblock begonnen, hier im Grenzdorf. Und wollen jetzt uns mit neuen Quests befassen. Ich habe ja im letzten Part erstmal ein paar alte Quests, die ich verpasst hatte, weil ich es nicht gesehen hatte, nachgeholt, haben schon eine Quest hier nachgeholt, nämlich hat eine neue Quest gemacht, nämlich hier der von Deki, die eine, die wir zum Schluss der letzten Quest gemacht haben, und wollen jetzt eine Questreihe starten, die wir später im Wald von Magna weiterführen dürfen, aber erstmal hier die beiden Quests abschließen, nämlich die zum Noppon-Wesen, und dafür wollen wir erstmal zu Pipiki. Welche beim Zentralplatz ist. Irgendwo hier. Na? Wo bist du? Da bist du. Wisst ihr, wer besser Noppon ist? Das ist der Noppon-Weise am Wasserfall. Wenn ihr Noppon-Weisen einen Wunsch sagt, dann Geheimnis. Wollt ihr Weisen treffen? Weise liebt Essen. Bringt ihm lecker Opfer. Okay. Ehre sei dem Noppon-Weisen. Alle Großponnen sagen, Weisen gibt's gar nicht. Will ihn treffen und Gegenteil beweisen. Wer Weisen treffen will, muss Opfer bringen. Er mag viel. Hab eine Liste gemacht. Alles bringen nicht vergessen. Gut, ich kümmere mich darum. So. Dann erstmal schauen. Ich darf wahrscheinlich alles. Ich darf bei allem was suchen. So, dann fangen wir mal an. Das erste, was ich brauche, kann ich ertauschen oder erfahren, aber ich würde es mir ertauschen. Beziehungsweise. Nee, das geht sogar. Mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit. Nämlich ab zum Earthmeer und zum schwebenden Riff 10. Achso, das ist ein Unique Monster. Machen wir es doch anders. Machen wir es über einen anderen. Machen wir es über Tausch. Nämlich über Thielen. Welcher zwischen 6 und 18 Uhr hier irgendwo sein müsste. Korrigiere. Später. Zu einem späteren Zeitpunkt. In Alkamoth. Im Kaiserpalast. Hier ist es wieder sehr gut erklärt, wo er genau ist.
Da mag ich doch die andere Liste mehr. Thielen. Ja, Thielen. Oh ja, tauschen wir. So. Und zwar möchte ich von... Hä? Ach. Nur zu einer bestimmten Zeit. Also nur während einer bestimmten Quest. Kann man ihn bekommen. Dann halt doch nicht. Dann. Doch nicht so. Dann. Doch mir looten im Erdmeer. So, Schweben des Riff 4 gibt's die nämlich von den, ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen heißen. Nicht jetzt, sondern in der Nacht. Genau, hier vor den Fleiß. The enemy's weak, but don't drop your guard. Okay, let's sort this out nice and quickly. I don't have time for small fry. Yeah! Electric upper! Come on! Ezra! Lovely! It's over! Let's stay alert. Not bad. Und zwar hier die Rochenbrühe brauchen wir. Genau. Und zwar 3 Stück davon. The enemy's weak. But don't drop your guard. I don't have time for small fry. This one's all guns blazing. Do your flash. Now we're working as one. This is the power of unity, Charlotte. I can see this isn't pushing you at all. Cool. Und let's keep this up. Noch ein letztes. Wir können es uns jetzt auch ein bisschen beschleunigen und noch ein mehr oder weniger garantiertes abholen, nämlich auf den schwebenden Riff 10 gibt es nämlich von genau diesen, nämlich ein einzigartiges Monster, welches es zu einer Unwahrscheinlichkeit droppen kann. Falls es noch da ist und ich es beim letzten Mal nicht besiegt habe. Aber das scheint der Fall gewesen zu sein. Ja gut, dann halt nochmal zum schwebenden Riff 4. Was ist hier? Nächsten wir den Kuttel. Okay, dann wieder zum schwebenden Riff 4.
Und dann. Geht doch. So, dann haben wir das. Dann als nächstes brauchen wir können wir es uns ganz einfach machen? Und zwar Grenzdorf, Nopponturm ab zu Deki. Können uns jetzt bei ihm gleich das ertauschen, wenn wir auf Tag gestellt haben. So, Deki, wo bist du? Da bist du. So. Dann die Meteorgrille müsste sein. Ja, und noch eine zweite tauschen und Meteorgrille und so, dann hätten wir hier die vier und dann noch schlussendlich können wir bei Cherry die uns ertauschen. Das nächste. Dann gehen wir ab zu Cherry. Na. Hat er das Minus nicht genommen. Pollenfabrik und dann runter zum Lager. Und holen uns bei Cherry, was wir auch noch brauchen. So, tauschen, genau. Und zwar die Weichseegurke. Welche ja recht teuer ist. Dann brauchen wir noch vier davon. Den Magnawald hatten wir abgeschlossen, ne? Ja, den hatten wir abgeschlossen. Alkamoff und die Gruft der Hochentier haben uns gefehlt. Ja gut, und Bergwallag natürlich auch noch. Aber... ein etwas teurer Gegenstand, aber okay. Tauschen und die Gurke. Gurke und ein letztes Mal tauschen und wir haben unsere ganzen Gurken. So, dann dürfen wir wieder zurück zu Pikipi. Ja, Pipiki. Ich sag den Namen die ganze Zeit falsch.
Super toll. Damit wird Apfel groß und lecker. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Das hast du wirklich sehr gut gemacht, Schulk. Ich war ja auch nicht allein. Ihr alle habt mir geholfen. Mache sofort Opfer für euch. Später nochmal Pikipi rufen, ja? Okay. Ja, Schulk, du kannst es fühlen. Ich weiß. So. Opfer für Nochon Weisen ist fertig. Bringt das dahin, wo Weiser ist. Alle Großporn sollen wissen, dass es den Weisen wirklich gibt. Wenn Pikipi das sagt, glauben sie nicht. Bringt Opfer an Amagnafall dar, wenn Regenbogen zu sehen ist. Dann erscheint Nopon Weiser. Okay. Nopon Weiser kommt, wenn großer Regenbogen über Wasserfall ist. Ihr müsst zur richtigen Zeit gehen. Gut, ich kümmere mich darum. Auf geht's, Schulk. Das ist unsere Chance, uns zu beweisen. Ja. Wenn ihr Weisen trefft, bittet, dass Pikipi alles essen kann. Bitte, Kiwi ist zu bitter. Muss immer auf Teller übrig lassen. So. Dann dürfen wir zum Noppern Weisen, welcher an einem ganz besonderen Ort ist, nämlich am Heiligtum. Und zwar um die Mittagszeit. Ah, weiß die Gurke. Hier gibt's die also. Stell mal auf 13 Uhr vor. Ich bin schon am richtigen Ort. Muss ich das aus dem Inventar raus aktivieren? Es ist nicht beim Heiligtum, sondern Richtung Heiligtum. Also, ja, man sollte halt auch die Komplettlösung richtig lesen. Das ist halt, wenn man die Quests schon mal gemacht hat und halt dann nur so sich
so drauf guckt und sich so die paar Informationen rauszieht, die man wissen möchte, dann hilft das halt teilweise nicht so ganz. Dort ist ein Regenbogen. Wir können das auch vor da bringen. Habt ihr mich mittels dieser delikaten Opfergabe gerufen? Ich soll euch anerkennen und euch meinen Schatz überreichen? Was? Ihr seid für jemand anderes hier? Pikipi will die Bitterkiwis essen können, die er so hasst. Nun, das ist gleich getan. Mehr will er nicht. Umba Umba Pikipi Kiwi Zabum. Der Wunsch wird gewährt. Kehrt zu Pikipi zurück. Und weg ist er. Okay. Dann wieder zurück ins Gansdorf. Und zum heiligen Altar. Wisst ihr was? Wie? Was? Hab Bitterkiwi gegessen. Super lecker Schmecker. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Das hast du wirklich sehr gut gemacht, Schulk. Ich war ja auch nicht allein. Ihr alle habt mir geholfen. Habt Noppon Weißen Pikipis Wunsch gesagt, nicht wahr? Es gibt Weißen, Pikipi wusste es. Ja. Und er ist mächtig. Jetzt kann Pikipi alles essen. Danke, Bon. Okay. Dann hätten wir das abgeschlossen. So, und mit dieser Quest hier haben wir den Noppon-Wesen aktiviert sozusagen. Und können jetzt im Magna Forest, also im Magna-Wald, können wir jetzt auch den einige Quests für ihn machen. Ich weiß gerade nicht, ob es die gewesen ist. Oder ob es dann tatsächlich eine andere ist. Ah, ne, es ist eine andere Questreihe hier im Grenzdorf, die wir inzwischen aber auch machen können. Moment, ich schaue da gerade. Genau. Hier gibt es dann auch noch eine weitere Questreihe, die ich dann auch zu einem späteren Zeitpunkt hier machen werde, die uns nämlich dann noch einen anderen Bonus gibt zu den Talentbäumen, die es gibt. Jetzt schaue ich gerade mal. Ja, zeitlich geht es noch gut. Dann beginne ich noch Cherrys Quest. Das ist nämlich eine Quest, eine Nebenquestreihe, die wir machen können zur Pollenkugel-Lager-Quest-Reihe, welche wir mit der Nachfolge-Quest starten können. Also nach der Quest starten können, nämlich hier bei Cherry. Und ja, dann wollen wir uns mit der Questreihe jetzt auch mal beschäftigen. Hey, hey, habt ihr Gadada gesehen? Mache mir Sorgen, glaube, er führt was im Schilde. Worum genau geht es denn? Wir hören. Er geht oft nach Magna in letzter Zeit. Ist er öfter da als bei Arbeit? Plant er heimlich böse Intrige? Bitte geht nach Magna und sucht Gadada. So, wir dürfen jetzt erstmal rausfinden, wer es eventuell wüsste.
fragt Nopon, der Freund ist mit Gadara. Wenn Cherry Zeit hat, wird sich auch umhören. Gut, ich kümmere mich darum. Das werden wir schon schaffen. Wer sich dabei ein paar Schramm holt, kommt einfach zu mir. Danke, Schala, wir zählen auf dich. So, und zwar... geht's direkt einmal nach unten. Andere Richtung. Und zwar... hierher und auf Nacht. Weil wir wissen ja, Bana hat... ist guter Freund von... von Gadara. Wo Gadara ist. Hab gesehen, wie er in Richtung Klarwasserfall gegangen ist. Von Dorf über Hängebrücke in Sackgasse. Ihr wisst nicht wo? Guckt auf Karte. Kleiner Wurmfortsatz links oben von Wasserfall. Aber was wollt ihr da? Gadara holt Pollen für Arbeit. So. Dann... ja, dürfen wir zum Klarwasserfall? Am besten ich gehe hier vom Eingang. So, dann dürfen wir uns ja erstmal über die Hängebrücken ein bisschen Richtung Osten schieben und dann da drüben runter. Dann sind wir auch schon gleich beim Klarwasserfall. So, einfach runterspringen. Hier nehmen wir nicht mehr allzu viel Schaden. Und dann einmal hier um den riesen Baum rum. Und dann sind wir schon fast da. So, und da hinten haben wir ja die Blumenwiese, wo es ja die ganzen Pollenkugeln gibt, welche wir ja auch schon mal einsammeln durften. Und ja, da dürfte er denn auch sein. Ah, nein. Ist gar nicht der Fall. Ich sehe gerade, er ist gar nicht hier, sondern an einer etwas anderen Stelle. Nördlich vom Klarwasserfall. Ich dachte jetzt, weil es halt um den Klarwasserfall in Pollenkugeln gegangen ist, ist er eventuell dort unten, aber nö. Er ist hier nach Norden. Hätte ich es auch ein bisschen kürzer machen können, aber okay.
Kann ich hier hochklettern? Nö. Wie komme ich hier hoch? Ah. Ahahahaha. Ich muss über die Hängebrücken dahin. Gut zu wissen. Also nochmal loslaufen. So, hier rüber. Und ich hätte hier auch hoch können, aber es ist teilweise etwas verwirrt, wo man hochkommt und wo man nicht hochkommt. Ah, hier sind ein paar Terra-Oger. Und hier kommen wir dann auch auf den oberen Bereich. Genau. Danke, Pon. Nutzt Pollenkugel, um allen zu helfen. Gadada, halt! Warum unterbricht Cherry Gadada? Vogelvolk rennt davon. Was will Cherry denn? Gadada und Vogelvolk arbeiten für Wohl von Nopon zusammen. Hm? Hat Gadada rote Pollenkugel an Vogelvolk gegeben? Ja. Hörte, dass Nopon in Hauptstadt seltsame Krankheit haben. Brauchen rote Pollenkugel, um gesund zu werden. Seltsame Krankheit? Cherry weiß davon nichts. Glaubt aber nicht, dass rote Pollenkugeln heilen können. Cherry hat sie lange Zeit erforscht. Kugeln kein Wunderheilmittel. Wirklich? Dann Gadada hat Fehler gemacht. Rote Pollenkugeln sehr selten, nicht einfach herzustellen. Also besser nicht an fremde Leute geben. Gadada wurde reingelegt. Gadada entsetzt. Gadada nicht aufregen. Oh, Gadada nun verwirrt. Fängt an zu tanzen. Cherry und Gadada gehen zurück ins Dorf. Kommt später und holt Geschenk ab. Okay. Ja, hier gibt's sonst nichts. Dann wieder zurück ins Dorf. So, Grenzdorf und Zentralplatz. Dann latschen wir wieder nach oben. Es ist echt schade, dass an ein paar Stellen halt, also dass hier nicht ein paar mehr Teleportpunkte auf den einzelnen Ebenen sind. Aber ja gut, kann man nicht ändern. So, dann wieder auf Tagstellen. Schön, dass Gadada zurück ist, aber ihm geht's nicht gut. Rote Pollenkugeln sehr stark. Falscher Gebrauch gefährlich. Wahrscheinlich hat er schon sehr lange diesen Handel getrieben. Oh, 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 so schrecklich. Wie auch immer, vielen Dank für Hilfe. Okay, riskante Ambitionen abgeschlossen. Und die nächste Quest kriegen wir von Gadada selbst.
Das heißt, hoch zur Pollenkugelfabrik. Beziehungsweise... Ich glaube, die kriege ich noch schnell hin. Dann mache ich die eine Quest noch und dann kümmern wir uns im nächsten Part erstmal um die drei Quests im Magnawald. Aber die mache ich jetzt in diesem Part. Hab nur daran gedacht, viele rote Pollenkugeln zu machen. Bin völlig verschuldet. Das hört sich nicht gut an. Das ist in der Tat ein Problem. Banner hat gesagt, es soll rote Pollenkugeln Vogelvolk geben. Fühle mich fies ausgenutzt. Quetscht Banner aus, warum er das gemacht hat. So. Finde den Fiesepon. Schlimmer Vorfall. Noppern am Abgrund. Bitte helft, Fall zu lösen. Gut, ich kümmere mich darum. Auf geht's, Schulk. Das ist unsere Chance, uns zu beweisen. Ja. So. Dann runter zu Bana. Nach unten, nicht nach oben. Wollt ihr Bana über Vorfall fragen? War genauso überrascht wie ihr. Noppon AG hatte beauftragt, Vogelvolk rote Pollenkugeln zu geben. Die Noppon AG? Ja. Hab Brief bekommen, weiß nicht, wer ihn abgeschickt hat. Hab gedacht, wäre dringend, wollte helfen. Aber alles Betrug. Hm. So, dann wieder hoch zu Kadada. So, wieder auf Tag stellen. Banner hat Brief von Noppon AG bekommen. Hört Gadala zum ersten Mal. Noppon AG normalerweise immer seriös, verlässlich, gute Kerle. Gadala hat oft mit ihnen zu tun, weiß deshalb Bescheid. Keine Lügner und Betrüger in Noppon AG. Noppon AG überall auf Bionis vertreten. Weiß sicher was. Habt ihr nichts gehört? So, die Geheimunterlagen, die haben wir bekommen, als wir die streng geheimen Daten bekommen haben von Daza in Kolonie 6. Das war die letzte Quest von ihm. Habt ihr Brief von Noppon AG? Was? Könnt nicht lesen, weil ihr Noppon Schrift? Warum liest Ricky nicht vor? Zeig mal her. Ist in frühmodern Nopponesisch verfasst. Ich entziffere, bitte warten. So, und dann haben wir diese Quest auch abgeschlossen. So. Eine neue Technik. Ja. Dann würden wir was bekommen. Lebensfunke. Okay. Ist sowas ähnliches wie Ricky und Ryan auch haben. Eine Aura, die vor Kampfunfähigkeit schützt, halt nur für ein paar Sekunden. So. Dann hätten wir diese Quest abgeschlossen und können dann bei Gadada weitermachen. Bei dieser. Ah ja. Mit der nächsten Quest aus dieser Questreihe machen wir dann außerdem auch den Satorl. Sumpf, also den Sumpf von Satorl auch fertig. Aber
Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, das war's von diesem Part Xenoblade Chronicles. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.